Willkommen zum Vergleichstest der besten Powerbanks. Wir geben Tipps zum Kauf und prämieren die besten portablen Stromspender. Was eine Powerbank können soll, ist klar, oder? Strom liefern, wenn gerade keine Steckdose zur Verfügung steht. Doch wie oft lässt sich das Smartphone oder das Tablet damit unterwegs aufladen? Die Kennziffer hierfür bietet die Ladekapazität, auch Bruttoladung genannt. Diese bezeichnet, wie viel Strom auf einem Akku Platz findet sozusagen. Angegeben wird sie mit Milliamperestunden. Wer jetzt aber annimmt, mit einer 10.000 mAh großen Powerbank könnte man ein Smartphone mit einem 2.000 mAh Akku fünfmal aufladen, der irrt sich. Tatsächlich spielen hier viele Faktoren wie die unterschiedliche Nennspannung von Smartphone, Akku und Powerbank eine Rolle, genauso wie die Tatsache, dass Lithium-Ionen-Akkus nicht beliebig stark entladen werden dürfen. Das heißt also, die Bruttokapazität der mobilen Akkus steht nicht komplett für den Ladevorgang zur Verfügung. Die besten Powerbanks erreichen bei uns im Test bis zu 70% ihrer Bruttoladung. Besonders schlechte Modelle liefern gerade einmal die Hälfte der versprochenen Ladung. Das Verhältnis zwischen der Brutto- und Nettokapazität ist daher unser wichtigstes Testkriterium. Einige Powerbanks im Test verfügen zwar über ein mäßiges Brutto-Netto-Kapazitätsverhältnis, bieten aufgrund der geringen Anschaffungskosten aber trotzdem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir berechnen deswegen einen Indexwert aus Nettoladung geteilt durch den Straßenpreis der Powerbank. Also, Geräte, die hier gut abschneiden, liefern mehrere hundert Milliamperestunden pro Euro. Aber auch bei der Ausstattung, dem Gewicht und der Garantiezeit gibt es gewaltige Unterschiede, weshalb sich ein Blick in unsere detaillierten Testergebnisse unseres schriftlichen Tests auf pcwelt.de auf jeden Fall für euch lohnt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Tatsächlich beschränke ich mich in diesem Video auf unsere Test- und Preis-Leistungssieger, denn insgesamt haben wir über ein Dutzend Powerbanks getestet. Das würde also etwas den zeitlichen Rahmen dieses Videos sprengen. Da es unfair wäre, einen 5000er mit einem 20.000er Akku zu vergleichen, haben wir für unseren Test die Powerbanks in drei Klassen unterteilt. Für den täglichen Einsatz bieten sich Powerbanks bis 6000 mAh an. Die sind leicht, passen in die Hosentasche und laden euer Smartphone mindestens einmal komplett auf. Der Testsieger der kleinsten Kapazitätsklasse ist die Warta Slim Powerbank 6000 mAh. Sie hat mit 71% das beste Verhältnis aus gemessener und angegebener Kapazität. Das heißt, ihr bekommt 4260 mAh Nettokapazität. Einmal Smartphone aufladen, ist also locker drin. Top sind bei der Warta Bank auch die 24 Monate Garantie sowie der moderne USB-C-Anschluss. Den gibt es nämlich zusätzlich zum Micro-USB-Anschluss auch noch dazu. Einziges Manko, die Powerbank ist mit 200 Gramm vergleichsweise schwer. Und Qualität hat natürlich ihren Preis. Die Warta Powerbank kostet mit rund 20 Euro doppelt so viel wie andere Konkurrenzprodukte. Als Preis-Leistungssieger geht die Intenso Powerbank S5000 Slim über den Zielstrich. Die Powerbank bietet auf 1 Euro heruntergerechnet mehr als 330 mAh. Praktisch ist auch das integrierte Micro-USB-Mini-Kabel, das zeige ich euch mal hier. Das ist hier einfach im Gehäuse integriert. Und zusätzlich gibt es hier noch einen zweiten Ladeanschluss. Außerdem ist die Powerbank sehr dünn und mit einem Gewicht von knapp 120 Gramm für die Hand- oder Hosentasche wie geschaffen. Und der Preis ist auch sehr attraktiv, 9 Euro. Wenn ihr 2 bis 3 Mobilgeräte pro Tag aufladen müsst, etwa um der Freundin oder dem Kumpel auszuhelfen oder weil ihr auch noch die Digitalkamera, den Handheld oder das Tablet laden müsst, holt euch gleich eine Powerbank mit 10 bis 12.000 mAh. In dieser Kapazitätsklasse habt ihr immer 2 Ausgänge zum Laden und müsst nicht mehr als 400 Gramm mit euch herumschleppen.
Die Warta Slim Powerbank 12.000 mAh schnappt sich hier unseren Testsieg. Sie stellt 76% der Bruttokapazität zur Verfügung. Hinzu kommen wieder 24 Monate Herstellergarantie sowie neben dem normalen USB-Schluss auch wieder USB-C für neue Geräte. Aber ihr seht schon, die ist schon ein bisschen unhandlicher und mit 400 Gramm Gewicht auch leider sehr, sehr schwer. Also das ist so ein Gewicht, da sind wir schon in der nächsten Klasse, in der höchsten mit bis zu 20.000 mAh. Ja, dafür ist der Preis von 30 Euro durchaus okay, ist ja ein gutes Produkt. Eine gemessene Kapazität von 6.831 mAh für etwa 16 Euro. Die King PS Powerbank 10.000 mAh ist ganz klar unser Preis-Leistungssieger in der mittleren Kapazitätsklasse. Zudem kann die Powerbank einen maximalen Ausgangsstrom von 3,5 mA liefern. Und beim Laden gibt das Gerät ebenfalls Gas und zieht deutlich stärker als die Konkurrenz. Dafür gibt es nur 12 Monate Herstellergarantie. Für lange Zug- oder Busreisen oder Wochenenden auf der Berghütte oder beim Zelten raten wir zu einer dicken Powerbank mit 18.000 bis 20.000 mAh. Unser gleichzeitiger Testsieger und Preis-Leistungssieger in der höchsten Kapazitätsklasse ist die PowerAd Pilot X7 20.000 mAh. Zum einen bietet die PowerAd mit 77% das beste Brutto-Netto-Kapazitätsverhältnis und zum anderen ist das Gerät mit knapp 20 Euro auch noch verdammt günstig. Für jeden Euro, den ihr hier ausgibt, erhaltet ihr 900 mAh. Ein konkurrenzlos guter Wert. Und on top gibt es noch 24 Monate Herstellergarantie und extra cooles Feature, das Teil hat eine integrierte LED-Taschenlampe. Das waren die besten Powerbanks im Test. Ich denke, da sollte für jeden Einsatzzweck und jeden Geldbeutel was dabei sein. Aber wie gesagt, schaut in den Test auf pcwelt.de, da gibt es noch viele weitere Powerbanks, die wir getestet haben. Den Link gibt's in der Videobeschreibung. Was für eine Powerbank habt ihr und wie zufrieden seid ihr mit ihr? Schreibt's in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Tschüss!